Klingglöckchen, Klingelingeling, Klingglöckchen, Kling. Hey Leute, herzlich willkommen. Es geht natürlich um den Hatchimals Adventskalender. Mit dabei Dominik. Hallo. Dominik. Q-U-E, okay. Hinten, wer den mit C oder mit K schreibt, ausspricht oder nur dran denkt, da komme ich vorbei. Bis persönlich. Patz. Da gibt es eine Stelle von Knecht Ruprecht. Was machst du so? Ich schreibe Texte, ganz kreativ. Cool. Ja, für dich. Und Luke. Oh, Luke. Ja. Wer ist dieser Luke? Das ist der, der alle zum Grillen einlädt und von mir auslädt. Hatchimals. Was ist so deine Erfahrung mit Hatchimals? Keine Ahnung. Die Dinger, die kommen aus dem Ei raus, ne? Genau. Ich glaube, das ist ganz cool so für Kinder. Die sollen damit Verantwortung und so lernen. Man kann jeden Tag auch was hatchen. Geil. Oder fest éclore une nouvelle surprise chaque jour. Aber wieso ist das nicht auf Deutsch? Bastle deine schönsten Weihnachtsszene. Cool. Guck dir das an. Man kann die sogar hinstellen. Also ich kenne Hatchimals als die Dinger, die irgendwann mal im Hype waren und jeder YouTuber, die irgendwie in eine Toilette geschmissen hat. Didn't expect it to get this big. That's what she said. Kleine hässliche Plastik-Eier, aus denen kleine hässliche Viecher kommen. Warte, ich muss eine Sache direkt machen, weil es nämlich dreidimensional. Und wir müssen natürlich die Winterlandschaft auch mal kurz aufbauen. Ich verstehe das nicht. Wieso nicht? Weil das ist so von... Du hast es, glaube ich, kaputt gemacht. Ja. Okay. Ich werde mit dir, dass irgendjemand in die Kommentare geschrieben hat, oh, das ist doch Unge aus 2014. Wer das geschrieben hat, ist sehr unlustig. Weißt du mir bitte die Ehre, Dominique? Ist es ein französisches Dominique oder ein russisches? Dominik! Ich habe zwar mal Russisch gesprochen in der Schule, aber da war... Samaya Krasiva, ja. Minya Savut Dominik. Minya Savut Malte. Akak de la. Alter Blaucher. Dabei. Was ist... Hä, das war's? Scheiße. Ich habe noch einen Tannenbaum. Und ich habe Aufkleber für dich. Und... Oh, wow! Ist das nicht wunderschön? Ich bin gerade so underwhelmed. Ich hatte wirklich wenig Erwartungen. Sie wurden einfach noch unterboten. Guck mal hier, das hat ein Geschenk für dich. Bitte lass mich in Ruhe. Hey, das sieht aus wie Spyros hässlicher Glibberbruder. Du musst dein Gesicht verstecken, sonst funktioniert der Autofokus nicht. Er ist immer noch auf Dominik. Scheiße, er weiß, dass Dominik noch da ist. Ah, wieso ist er auf dem Kalender? Das kann nicht sein. Kanon! Ihr baut eine Kamera mit Autofokus, der echt geil ist, aber es geht einfach nie, wenn ich aufnehme. Ich verstehe das nicht. Da, der hat sogar ein Gesicht. Stell den scharf, du Affe. So, es ist scharf. Das kann ich nicht 24 Mal machen, Paul. Das halte ich nicht aus. Jetzt können wir noch basteln. Ach, das ist mein Baum ist kaputt gegangen. Nein. Wieso ist deiner oben kaputt und meiner unten? Ich bin so dumm, aber das ist wirklich, ich habe gerade einfach 10 IQ-Punkte verloren, weil ich versucht habe, den Autofokus der Kamera zu verstehen. Wir vereinigen uns. Kann ich mir hier ein... Also eines muss man sagen, es sind wirklich viele Sticker. Muss man ja mal Hatchimal sagen, die lassen sich nicht lumpen, aber die kleben nicht so gut. Das ist mein einziger Kritik. Ich finde, die kleben erstaunlich gut. Hast recht. Na, wer bist du denn? Komm doch mal raus. Du hast unsere Winterlandschaft kaputt gemacht. Nee. Und die 2 ist auch einfach jetzt weg. Ich habe seine Kopfhörer gefunden. Aber geil. Wo ist denn der Rest von dem Ding? Wo ist der hin? Wieso liegt hier ein Slap-Armband von Cars? Im Nerd Factory Set. So, Luke, was ist denn dein scheiß Problem? Hä? Also ich meine, dass wir Dinge verlieren, ist nicht neu. Aber ich habe gesehen, dass es existiert. Ja. Ja. Das passt da schon echt gut rein. Ne? Da war keiner drin. Nee. Egal, weiter geht's. Die 3, ne? Mach mal ein bisschen Bäuerchen! Und es ist ein Kackhaufen. Ich weiß, was es ist. Eine Plazenta? Glaube ich, ja. Das heißt, wir können ihn jetzt auch in seine Gebärmutter zurücksetzen. Genau. Mann, Hatchimals, danke dafür. Oh mein Gott. Ist das nicht ein schnuckliges neues Hatchimal? Es ist hässlich und zwinkert. Wo kommt denn der her? Hä? Wer? Der. Ist das vielleicht der, der in dem anderen war? Aber er lag halt hier. Vielleicht habe ich den auch einfach so doll... Ich glaube, der ist aus der 20 rausgefallen. Man steckt ihn wieder rein. Dann hat niemand gesehen. Okay, das ist der kleinste Schneemann der Welt, Leute. Leute, das ist einfach ein fucking Schneemann. Ah, das ist wirklich komisch. Gut, in der 6 ist nichts drin. Wahrscheinlich, wenn es schon rausgefallen ist. Ich mach die 7. Ah, ich hab den Bruder von deinem... Das ist einfach ein Billig-Funko. Das dachte ich mir nämlich schon. Weil die in so einem Herz waren. Das ist so herzförmig, das ist nicht schön. Das ist richtig romantisch. Komm her, lass mal ein bisschen. Wir sind 2 erwachsene Männer, warum machen wir das? Also, ich möchte an der Stelle nur sagen, wir haben ja schon mehr als die Hälfte. Und ich habe immer noch mein Gehirn. Weiter geht's. Geil, eine gelbe Geschenke. Plazenta. Ich frage mich ja noch, wo das anfängt mit, dass man hier irgendwas die hatchen soll. Die sind nicht so hatchig. Also, wir haben ja eine gelbe Plazenta mit Inhalt. Mhm. Dann Dinger zum Rausploppen. Boah, krass. Und Sticker. Nummer 10. Also entweder haben wir den Adventskalender komplett zerstört oder wir haben einfach gerade ein Stück grünes Plastik bekommen. Du kannst das alles zusammenbauen. Guck mal, das ist so für die kreativen Kinder. Ah! Ja! Das ist ein Schlitten! Genau! Nummer 11, da ist nichts drin. Vielleicht war ein bisschen zu grob dazu. Dinge passieren. Nee. Das ist, eine blaue Plazenta! Hier haben wir eine kleine Fliege. Süß. Aber hä? Die haben doch auch überall Löcher. Ja. Ach Mann, Alter, das sind Hatchimals, Leute. Bitte. Ah! Dominik, ich wollte schon immer mal ein ganz großes Geschenk machen. So viel bedeutest du mir.
Und ich meine, der sieht jetzt aus, als wäre er frisch aus Final Fantasy geschlüpft. Bisschen, ne? Döp, 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 döp. Aber hier ist noch mehr drin. Ja, noch eine Halskrause und nochmal dasselbe. Hä, wieso haben wir zwei? Das war einmal das in der... Das kann man denn überhaupt nicht aufsetzen. Das verstehe ich halt nicht. Das ist halt ein Ohrenwärmer. Oh, warte mal, das ist ja echt eine kleine Tasse. Ja. Oh, Prösterchen, Prösterchen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ja, wir haben wieder so ein bisschen Auspack hier gerade. Cool. Wow. Cool, jetzt kann Paul auch was trinken. Paul, Stößchen, komm her, saufe. Prost. Prost. Ah, guck mal, ich habe mal eine andere Farbe bekommen. Cool. Ist derselbe, blau. 21. Ah, guck mal. Bisschen Eiter zu mir. Oh, warum? Mann, Alter, das ist doch nicht schön. Du kannst die 22 gerne aufmachen. Ich habe so ein Gefühl, was da drin ist. Oh, wow. Du hast einfach den Endgegner gefunden. Let it go. Let it go. Das ist schlimm, das wird jetzt keine 23. Oh nein. Cool. Die sind so hässlich. Hör auf, cool zu sagen. Ja. Das ist halt literally einfach Plastik und Müll. Nimm die Mütze auf. Vorne kannst du aufsetzen. Du kannst die Mütze, kannst die Hürde reinkriegen. Aber so hat doch niemand eine Mütze auf. Das ist einfach ein Horn. Ja. So, was ist in der 24 drin? It's time. Time for real hatching, boys. Okay. Komm raus. Lebt das? Ich glaube, man soll so. Cool. Boah, das Wunder der Geburt, Alter. Es glitzert alles. Das ist die hässlichste Kackscheiße, die ich jemals gesehen habe. Ich hasse es. Ne? Ja, so eine richtig glückliche Familie, die ganz viel Spaß hat. Hatchimals-Adventskalender. Absoluter Erfolg für diesen Preis. Ah, würde ich mir direkt drei kaufen, wenn ihr auch Bock drauf habt. Erster Link in der Videobeschreibung. Checkt Dominiks Instagram aus und kauft euch meinen Merch. Scheiße. Ja. Photoshop da mein Shirt rein, Paul, Philipp. Geil, oder? Die riecht gut aus. Der beste Merch. Mhm. Gibt den Herz-Merch mit Ruhepuls. Ich glaube, ich bin gerade Vater geworden. Ich habe ein Hatchimal gelegt. Puh, tschüss.